Merci. Alle paar Minuten landet ein Super Puma auf dem Flugplatz Meiringen als Lufttaxi für auf den Berg. In den letzten Tagen haben die Helikopter aber weniger Leute, sondern vor allem Material müssen transportieren. Alles Material, das irgendwie da tun muss, muss mit dem Helikopter ruhen. Wir haben eine kleine Seilbahn, die für das Schießplatzpersonal ist. Da haben wir eine Kapazität von 8 Leuten. Also das ist nicht für so einen Anlass gemacht. Und alles hochfliegen. Während Simon Flückiger auf Taxalp fliegt, gehen die Militärpiloten am Boden nochmal ihre nicht alltägliche Mission durch. Einer der Piloten ist der Schaffhauser Andreas Menk, der zum ersten Mal bei Taxalp-Schiessen dabei ist. Wir fliegen tief, wir fliegen schnell, nahe am Gelände. Die Herausforderung ist, um den Schiessparcours genau richtig abzufliegen. So ein bisschen wie im Skirennen, dass ich dort die Ideallinie fliegen kann. Dass ich den Abstand zu meinem Leader richtig einhalte. Und schlussendlich bei der Schussabgabe die richtigen Parameter habe, dass ich auch gute Resultate nachher erzielen kann. Im Anflug mit dem Helikopter zeigt sich, ein Haufen Leute kommen schon fürs Training auf Taxalp. Wegen der guten Wetterprognose rechnet die Luftwaffe für den nächsten Tag mit bis zu 7'000 Menschen. Hier oben, wo sonst Kühe weiden. Darum braucht es Absperrungen, mobile WC, Abfallkübel und Verpflegungsstände. Alle zusammen. Alles Simon. Und läuft. Ja, es läuft. Dir auch. Und das alles zmitzt im Juhe auf über 2'000 Meter über Meer. Unterdessen tunen im Tal. Es geht los für Andreas Menk und seine Pilotenkollegen. Start zum Training. Das Team fliegt das Programm von Taxalp-Schiessen 1:1 durch. Hauptziel ist das richtige Anwenden der Bordkanone. Die grösste Herausforderung für die Piloten ist aber das Fliegen so tief am Gelände entlang.